Ja Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu Chiller's Art Night Security. Dem Spiel, von dem ich schon angekündigt habe, dass ich spielen werde, als wir dieses Kidnap-Spiel gespielt haben. Und ja, wir gehen einfach direkt mal rein. Ich habe keinen aktuellen Spielstand, deswegen können wir hier auch reingehen. In dem Spiel sind wir ein Night Security, der, ja, Night Security machen muss. Wir gucken jetzt einfach mal, Leute. Das Spiel soll sehr, sehr wild sein, sehr unheimlich sein. Und wir gucken mal. So. Okay. Ja, das ist das Essen. Okay. Alright, das ist die Spielecke von Sohnemann oder Tochter oder weiß ich nicht. So, okay. Happy Birthday. Chillers Kalender. Der 23. Alles klar. Jo, was muss ich machen? Fernseher anmachen? Nö. Muss ich rausgehen? Muss ich irgendwas machen? Ich muss wahrscheinlich zum Job, oder? Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, oh, guck mal hier. Geburtstagskuchen. Oh ja, ein tolles Bild. Okay, aber was muss ich tun? Muss ich irgendwie einen Schlüssel finden oder so? Okay, Laundry. Das ist immer nice, der schaut die ganzen Sachen nur an. Ja, Bro. Oh, die kenne ich ja, die Waschmaschine hier. Guck mal, die kenne ich. Die Chillers Wash. Hey! Oh. Das Kind schläft. Das heißt, wir gehen jetzt einfach, oder wie? Aber warte mal, ist hier kein anderer noch? Kein anderer Erwachsener? Doch, doch, doch. Okay, alright. Bin ich jetzt ins Bett gegangen, oder? Hey, ich hab doch aufs Bett gedrückt. Okay, muss ich nicht verstehen. Ich habe aufs Bett gedrückt und nicht auf Autofahren. Es schüttet wie aus Kübeln. Lass uns schnell reingehen. Das ist ja ekelhaft. 22. Oktober, Wachmann, 35. So, jetzt habe ich ein bisschen hier was einstellen müssen. Warte mal, der VHS-Filter, der ist aber nicht so nice. Den lassen wir mal weg. Der ist nicht so toll. Aber wir haben es auf Ultra gestellt und die Mausempfindlichkeit ein bisschen eingestellt. Jawohl, perfekt. Sehr gut. Okay, wo müssen wir hin? Es schüttet wie aus Eimern. Ich will jetzt ganz schnell rein. Ich habe keine Füße. Das ist kein gutes Zeichen. Ah ja, hier. Okay, da, ist das die Tür? Ja, das ist die Eingangstür. Alrighty. So, dann gehen wir da mal rein. Ich bin echt gespannt, was uns hier erwartet. Ich habe auch noch kein Video zu diesem Spiel gesehen. Das beginnt direkt seltsam. Können wir wieder gehen, bitteschön? Es beginnt direkt so, wie ich es nicht haben will. Sehr, sehr wild, nämlich. Okay, es ist Mitternacht. Ja. So, Feueralarm überprüfen und Türen abschließen, Licht im Bad ausschalten, Leute nach Hause schicken. Ja, weil die Leute, die neigen nämlich dazu, hier noch zu arbeiten. Scheint so, als wären noch Leute hier. Ich sollte meinen Rundgang im ersten Stock beginnen und die Türen abschließen. Alrighty, das machen wir doch. Auf ganz entspannend. Sollen wir uns vielleicht noch irgendwie eine Dose Coke reinschippern oder so? Eine Pippi-Si. Wenn mal jemand Pippi will, frisch in der Dose. Rechts ist der Überwachungsraum. Ich sollte nachsehen, was meine Aufgaben sind. Bro, das habe ich doch schon. Das habe ich schon. Ja, ich weiß. Feueralarm überprüfen und Türen ausschalten. Türen abschalten, meine ich. Rechts ist der Überwachungsraum. Ich sollte nachsehen, was meine Aufgaben sind. Ja, bist du bekloppt, Bro? Ich habe doch nachgeguckt. So. Licht im Bad ausschalten. Leute nach Hause schicken. Ja, scheint, es wären noch Leute hier. Ich sollte meinen Rundgang im ersten Stock beginnen. Ja, das würde ich ganz gerne. Ach so, hier. Von Kaigo Ochigi, dem ehemaligen Wachmann, fehlt jede Spur. Er hat wahrscheinlich gekündigt. Deshalb zähle ich ab jetzt auf Sie. Das Unternehmen hat eine Regel, dass nach Mitternacht keine Überstunden gemacht werden dürfen. Überprüfen Sie die Uhr, die Überwachungskameras und die Sicherheitsdetails, bevor Sie Ihren Rundgang beginnen. Mit freundlichen Grüßen, Manager Yamamoto. Okay, gut. Aber das habe ich ja jetzt getan. Ne? Es ist Mitternacht. Ja, ich weiß, dass Leute hier sind. So, okay, ich kann jetzt hier entlang gehen. Sehr gut. Alles klar. Was ist das denn hier? Oh mein Gott, ey. Wieso ist es hier so dunkel? Why? Wieso sind diese Games so gruselig? Alles normal. Okay. Gut, ja. Ein ganz normaler Arbeitstag, ne? So wie immer. Oder vielleicht ist es auch mein erster Tag. Ich glaube, das ist mein erster Tag. Das wird mein erster Tag sein. Ganz bestimmt. Was ist das? Das kann ich nicht lesen. Okay, gut. Ja, wir gucken einfach mal, ne? Feueralarm überprüfen wir hier auf ganz entspannend. So. Guten Tag. Ah ja, okay. Waren wir schon. So. Ey, also du bist nicht zum Trinken hier. Wenn, dann müsstest du schon arbeiten. Geh nach Hause. Sie müssen der neue Nachtwächter sein. Ist es schon so spät? Tja, dann können die anderen den Rest morgen erledigen. Man sieht sich. Tschüss, Kumpel.
Mach einen Abflug hier. Das gibt's ja gar nicht, dass du hier noch drin bist. Ich glaube, ich spinne. Alles normal. Ich glaube, ich kriege hier eine Meise, kriege ich hier. Raus jetzt hier mit dir. Tür zu machen. Meine Güte hier. Kein Zeitgefühl, der Mann. Ich muss aber auch gucken, dass der richtig nach Hause geht hier. Nicht, dass der jetzt hier meint, der muss irgendwo anders hingehen. Warte mal, stopp. Okay. Aber ist da vorne nicht die Tür? Gut, egal. Macht, wie ihr wollt. Macht, wie ihr wollt. Da ist der Aufzug. Aber wir überprüfen erst hier alles. Klar, das sind die Toiletten. Das Licht müssen wir ausmachen. Okay. Gut, Licht ist aus. Hey, mach die Tür auf. So. Das sind auch Toiletten. Gucken wir mal. Ist hier irgendjemand? Ist hier noch jemand Schachten oder so? Ja, ich hoffe es ja nicht für sie. Warte mal. Warum ist hier kein... Ach, da ist der Lichtschalter. Wer? Wer in Gottes Namen baut den Lichtschalter dahin? Nee. Also, Freunde, das... Habe ich ein Spiegelbild? Nur eine Taschenlampe. Was sind das für komische Geräusche? Lasst es bitte. Okay, das ist der gleiche Raum wieder. Alright, ja, dann gehen wir mal ganz gechillt nach oben. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas Schlimmes passiert. Ich glaube, dass das hier ganz, ganz entspannt wird. Ich glaube schon. Auf ganz entspannt. So, erster Stock. So, ich sollte zuerst die Räume abschließen. Ach so! Ach so, das muss man auch machen, oder wie? Okay, und wie schließe ich die Räume ab? Ah, mit E. Okay, 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 okay. Ja, gut, Nachtwächter, der hier alle Räume abschließt, ne, ist in Ordnung. Das kann man nicht abschließen hier. Darf man nicht. Das wäre nicht gut. Kann er nicht einfach Toiletten zuschließen. Stellt euch vor, da sitzt einer beim Schachten und ist gerade ganz mucksmäuschenstill, weil ich da reingegangen bin und ich sperre den ein. Der arme Hund. Das machen wir nicht. So, dann sperren wir hier noch ab. Wir sind ein sehr gewissenhafter Nachtwächter. Oh, guck mal. Das war die Belohnungstrommel. Der Belohnungsklang. Der Klingelton der Lieblichkeit. So, wir gehen da rein und fahren nach oben. Warte mal, muss ich da auch... Nee, das ist egal. Völlig Wayne, wie ich drücke. Das ist aber ein schöner Aufzug. Okay, im erster Stock. Zweiter Stock. Warte mal, ich muss 11 Stockwerke untersuchen. Ach, du heiliger Bimbam. Na, das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Oh Gott. 2F. Ich finde diese kleinen Bänkchen immer ganz nice, die da so rumstehen. Okay, ja, wir machen erstmal die Toiletten, oder? Würde ich sagen. Hey, wer ist da? Was wollen Sie? Oh, der Nachtwächter? Könnten Sie bitte das Licht anlassen? Ich werde es später ausmachen. Kumpel, ich habe... Da ist echt einer beim Koten. Okay, gut, ja, dann lasse ich es an. Immerhin weiß ich dann, an wen ich mich wenden kann, wenn ich einsam und verlassen bin. So, aber das machen wir aus hier. Da ist einer noch beim Schachten. Was machen wir mit solchen Leuten? So, ist hier irgendwas los? Nö, aber das Licht ist hier an. Okay, es spielt auf jeden Fall in einem Jahr, weiß ich nicht wann. Es hieß hier nur November oder Oktober. Ich habe es mir schon wieder nicht gemerkt. Hey! Wieso ist der Fernseher an? Was? Sitzt du immer noch daran? Ist das eine Erinnerung? Das ist hart. Das ist eine Erinnerung, glaube ich. Okay, das scheint irgendwie so ein Rückblick zu sein oder sowas. In die Richtung vielleicht? Irgendwie? Ja gut. Okay, alright. So, wo ist der Lichtschalter hier? Da ist noch eine Frau drin. Okay, ich mach das Licht nicht aus. Gut. So, die Dame, sie müssen nach Hause gehen. Erstmal überprüfe ich den Feueralarm, damit ich hier nicht so alleine bin. So, alles normal. Alrighty. So, was machst du da eigentlich? Du starrst da bloß. Das ist so gruselig. Was gibt's? Ah, bist du etwa... du bist echt cool. Hier, ich gebe dir meine Nummer. Wenn wir keine Kontaktdaten austauschen, werde ich auch nicht gehen. Du wirst es nicht bereuen, versprochen. Hehe, ignoriere mich besser nicht. Auf Wiedersehen.
Also, wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, ich bin echt cool, mir einfach ungefragt ihre Handynummer in die Hand drückt und sagt, ich solle besser sie nicht ignorieren, dann, meine lieben Freunde, ist es Zeit wegzulaufen. Ich glaube, das ist nichts Normales. Also das... Ich sperre hier ab. So, zusperren. Kann ich das auch zusperren, wo die rausgegangen ist? Das wäre ja was. Kann ich das hier auch prüfen? Nö. Okay, alright. Dann, ja, machen wir das hier noch zu. Zack. Das hier machen wir zu. Zack. Und da hinten machen wir noch zu. Das hätte ich auch eigentlich gleich machen können. Kann ich die von innen auch absperren? I don't know. Okay, gut. Ich dachte, da steht einer. Was ist aber jetzt mit dir, Toilettenbro? Okay, gut. Ja, wenigstens hört man nicht, wie du wurstest. Das ist ja schon mal positiv. Ja gut, dann fahren wir in den nächsten Stock, oder? Ist doch eigentlich ein total gechillter Job hier. Also, weiß ich nicht, was die Leute haben. Ist doch richtig easy. So, dann dritter Stock. 3F nehme ich mal an. Uiuiui. So, okay. Ich bin gespannt, Leute. Jetzt, ich glaube, so ab 3F könnte es ernst werden, oder? Okay, pass auf. Wir machen wieder erste Toiletten. Ganz normal. So, hier scheint niemand drin zu sein. Warum haben sie das Licht ausgemacht? Ich habe doch gesagt, ich kümmere mich drum. Hä? Okay, das ist jetzt in der Tat schon ein bisschen creepy. Der war nämlich eigentlich hier unten in dem Stockwerk. Okay, wir ignorieren das einfach mal gekonnt, ne? Wir sind ein bisschen banal. Habe ich nichts gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich habe gar nichts gesehen. Ich mache hier einfach meinen Job. Ganz ehrlich, ich ignoriere hier alles, was irgendwie paranormal ist. Alles normal. So sieht's aus. Direkt hier zusperren. Hier ist niemand drin. Direkt zusperren. So. Direkt zumachen. Hier. Und die nächste Tür auch direkt zumachen. Immerhin ist die Frau schon mal in den Exit gegangen, ohne dass sie was sagen musste. Das ist ja schon mal positiv. So, tschüss. Zugesperrt, damit da nichts rauskommt. So, was ist das hier? Da ist auch niemand. Achso, ich muss den Feueralarm natürlich prüfen. Ja, ja. Ja, ja. Das mache ich. Meine Güte, sieht's hier aus. Hier liegen Zettel am Boden. Alles normal. Perfekt. Schön. Gut. Habe ich schon erwähnt, dass ich eigentlich jetzt schon keine Lust mehr habe. Aber gut, das könnte auch nur eine Täuschung gewesen sein. Das war bestimmt eine Täuschung. Ganz bestimmt. So, hier sperren wir auch zu. So, tschüss. Und ich fahre in den nächsten Stock. 4F ist wahrscheinlich entspannter als 3F. Könnt ihr mir vorstellen. Was machst du da? Aufzug, mach keinen Quatsch. Das Gebäude verhält sich seltsam. Scheint ein Eigenleben zu haben. 4F. Kann ich mich eigentlich ducken? Oh, 4F, okay. War dieser Müll... Hey! Hey! Oh nein. Wir sind hier auf dem paranormalen Gang unterwegs. Die Leuchtstofflampe flackert. Ich muss sie ersetzen. Die Leuchtstofflampe Also entschuldigen Sie mal. Also ganz ehrlich hier. Ich habe gesagt, auf dem Klo soll keiner mehr sein. Ich mache jetzt hier aus. Das Licht. Meine Güte. Diese dumme Leuchtstofflampe. Das mache ich erstmal hier. Also das ist... Also du bist auch ein ganz komischer Kauz. Hier ist doch schon alles dunkel. Was tust du denn hier? Also manche Leute sind ein bisschen Banane, wirklich. Also das gibt's gar nicht. Also manche Leute, den haben so wirklich vorne und hinten eine rein. Ich will es jetzt gar nicht laut sagen. Ne? Aber es sieht aus, als hätten sie dir wirklich in den Kübel geschissen, mein Freund. Also ganz ehrlich, dass bis morgen früh alles erledigt ist, das schaffe ich nie. Hätte ich nicht gedacht, dass das Arbeitsleben so hart sein würde. Mir werden nicht mal Überstunden bezahlt. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Sie sind der Einzige, der weiß, wie hart ich arbeite. Immerhin geht es mir besser, wenn sie da sind. Schließlich kann ich dann Feierabend machen. Also ich gehe dann mal. Bis morgen. Jo, Bro, dann mach einen Abgang, ja? Okay. Aber geh nicht ins Klo, da ist eine komische Frau drin. Die hat ein bisschen Flitzekacke. Okay? Alles klar? Verstanden? Ich sperre hier ab, ja? Ja, gehen Sie mal da in die Richtung. So. Ich beobachte Sie, ne? Dass Sie auch ja gehen. Okay, nice. Sehr gut.
Ja, wie soll ich denn diese Leuchtstoffröhre ersetzen? Soll ich da ganz runtergehen? Oder was? Hm. Ich habe meinen Rundgang noch nicht beendet. Ja. Ist schon okay. Oh ja, natürlich. Das verwinkelte Zimmer auf hell. Wo ganz hinten der Feueralarm ist. Was ist das? Alles normal. Würde ich jetzt nicht behaupten, dass das normal ist. Sieht mir eher so aus, als wäre es hier ziemlich unnormal. Kann ich solche auch absperren? Nö. So, gleich zumachen hier. Die Bude. Gleich zumachen. Was ist das denn? Ach, hier sind Leuchtstoffröhren. Okay. Na, sehr gut, dass zumindest hier... Ah ja, kann ich auch zumachen. Sehr gut, dass zumindest hier auf diesem Stockwerk direkt Werkzeug ist mit Leuchtstoffröhren, Leute. Das ist doch gut. So. Eine Leuchtstofflampe erhalten. Schön. Dann reparieren wir die mal. Ist das noch dunkler geworden jetzt? So. Sehr gut. Oh, schön, wir haben wieder Licht. Okay, gut. Ja, dann kann ich jetzt in 5F fahren. Also Leute, wenn das weiterhin so geht, so die 11 Stockwerke durch, dann ist das ja ultra chillig. Die Geräusche ignorieren wir einfach. Genauso wie diese komische Frau da, die da beim Schachten saß. Keine Ahnung, wer das war. Egal. Juckt uns nicht. Wir machen einfach unseren Rundgang, beenden die Nachtschicht und gehen nach Hause zu unserer Familie, wo ich mich neben meine Frau kuschel und ein bisschen Rambazamba schieb. Ich fahr wieder. Okay, das geht nicht. Okay, alright. Aber ich kann die Türen zumachen, falls mir zu unheimlich wird. Ey, irgendwie, die Wände hier sind anders. Die Wände in 5F sehen nicht so gut aus wie in 4F und in 3F. Auf der Etage ist es echt dunkel. Ich sollte im Elektroraum nach dem Rechten sehen. Die Etage sieht ziemlich eklig aus, muss ich sagen. Elektroraum ist dann wahrscheinlich auch hier, oder? Oh ja, hier. Okay. Sehr gut. Oh, die Sicherung fehlt. Ja, da hat sich jetzt wieder mal jemand einen Spaß mit mir erlaubt, ne? Super. Ja, dann gehen wir erstmal hier hinten rein. Zäumen wir den Esel mal von hinten auf. Okay. Oh, was ist das? Der Hebel klemmt. Scheint so, als gäbe es keinen Strom. Das sollte ich mir ansehen. Ja, ja, Bro, ich brauche eine Sicherung. Das ist das Problem. Eine Sicherung und ganz, ganz viel Geduld und Spucke hier. Erstmal den Feueralarm checken. Das heißt aber, ich kann... Was? Ich sollte erst das Licht einschalten. Aha, ist das so? Ja, Bro, das ist ein bisschen schwierig. Ich muss jeden Hebel hier ziehen? Ist das dein Ernst? Oh, Junge, nee. Okay, ich brauche eine Sicherung. Abgeschlossen. Was? Wer schließt denn hier einfach ab? Ich bin der Nachtwächter. Ich habe die Befugnis abzuschließen. Nicht ihr. Der Hebel klemmt. Ja, ja, es scheint so, als gäbe es keinen Strom. Ja, I know. Ich weiß. I get it. Okay, ich muss hier wieder raus. I see. Ich muss da hinten hin, ne? Oder? Warte mal. Oh, was ist da? Ich sollte erst das Licht einschalten. Junge! Okay, dann... Oh, eine rote Tür! Toll, das ist auf jeden Fall ein Garant für viel Spaß. Okay, da ist alles easy. Da ist auch alles easy. Abgeschlossen. Was ist das für eine Tür? Also, das kommt... Okay, das kommt uns nicht spanisch vor. Nö, hier hat einfach irgendjemand auf den Boden gekackt. Der sich zuvor irgendwie was in Popo rein hat, damit es blutet oder keine Ahnung was. Jo, ich brauche eigentlich nur eine Sicherung. Wieso wundere ich mich nicht? Wieso kommt hier kein Kommentar so auf die Art? Hey, was ist da denn los? Wieso bin ich jetzt auf einmal gefangen in einer Blutsuppe? Nö, wir suchen einfach nur ganz, ganz gechillt und straight einfach nur die Sicherung. Uns ist das völlig egal. Es juckt uns nicht. Wir sind einfach hart im Nehmen. Nice. Aber ich finde hier nie wieder raus. Und dann am Ende sammle ich eine Fuse ein und dann, yo! Jetzt haben wir eine Fuse. Für nichts. Also das ist schon mächtig eklig, ne? Möchte ich mal an der Stelle einfach mal so sagen. Yo, what the heck? Ich weiß nicht wohin. Meine Güte. Oh, Spinte. Das sieht schon mal gut aus. Sieht aus, als wäre ich hier richtig. Hallo? Da juckt's mich gleich überall.
Oh, Mann. Eine Sicherung erhalten. Und du fragst dich nicht, wo du gerade bist. Ne, warum ist der Boden so rot? Durch welche Flüssigkeit gehst du? Warum ist das hier alles so komisch? Nö, da kommt kein Wort davon. Das ist hier alles Schnuppe. Und vor allem, wie kommen wir zurück? Das ist ja eigentlich die Sache. Ich sehe den Jump... Ich spüre den Jumpscare schon. Ich spüre ihn schon in meiner Hose. Ich spüre ihn schon. Mach mich nicht irre. Ich will hier raus, Mama. Ich will nur die Sicherung in die Sicherungsschlitz stecken und dann will ich einfach nur nach Hause gehen. Oh, hi! Isolde, was soll denn das? Wieso machst du hier so Scherze mit mir, Isolde? Also ganz ehrlich, wenn dir langweilig ist, geh nach Hause, deine Wohnung putzen und treib dich nicht hier rum. Oh ja, nice. Geil, Leute, richtig geil. So, jetzt gehen wir da hinten hin und machen das Ding rein. Ey, hier ist kein Wasser mehr. Hör auf, mich zu trollen, okay? So, Sicherung. Bam, Sicherung eingesetzt. Kasten könnte ich... Oh, oh mein Gott! What the heck is... Was ist denn mit dir verkehrt? Da sind's ja. Das Licht geht immer noch nicht. Ich glaube, es gibt 4 Hebel, die sie noch umlegen müssen. Ich habe auf mein Mikrofon gespuckt. Wie immer. Was mit mir ist, ich gehe jetzt. Viel Erfolg bei der Arbeit. Du bist echt creepy, okay? Du bist echt creepy, Girl. Aber musst du nicht da lang gehen? Oh mein Gott, ey. Oh, Junge. Okay. Einmal. Wo ist der zweite? Hier war noch einer. Da vorne. Oh, die leuchten sogar. Nice. Ja, toll. Die leuchten sogar. Mhm. Gut. Ist hier noch irgendwo einer? Nö. Hier noch? Okay. Bam. Und der nächste. Komm schon. Wo ist der nächste Hebel? Es werde bitte Licht. Hallo, es werde bitte Licht. Hier ist er. Ne, den habe ich schon gedrückt. Hier hinten? Hier. Okay, und jetzt bitte Licht. Sehr nice. Ist die Person von eben schon gegangen? Ich schaue mal im Überwachungsraum nach. Ja, mach das mal. Aber zuerst mache ich hier mal einen Check, ja? Alles normal. Okay. Gibt es hier oben auch einen Überwachungsraum, oder wie? Hm. Gucken wir mal. So, erstmal absperren. So, hier ist keine Tür. Warte mal, hier ist der Überwachungsraum. Okay, das ist 5F. Also warte mal, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F. Dein Freund ist dein Wachmann, oder? Yep. Er ist echt cool, da habe ich ihn mir geangelt. Aber, hä? War er nicht schon in einer Beziehung? Hä? Wir sind nicht... Ja, das ist allen klar, außer... Also hast du ihn hier ausgespannt? Wenn du das so sagst, klingt es so schlimm. Nun ja, bei meinem Körper konnte er nicht Nein sagen. Ernsthaft? Gegen mich hatte sie sowieso keine Chance. Hä? Ich bin einfach attraktiver, da weißt du, und ausweichlich. Du bist echt teuflisch. Was geht denn jetzt ab? Also zunächst mal Moment. Okay, das hörte sich jetzt nicht. Oh. Oh, oh. Da. Also, gut, dann hat sich das Problem ja erledigt. Muss ich meiner Frau nichts erklären? Okay, 2F und 3F gehen nicht mehr. Bei 5F, jetzt reicht's. Jetzt reicht's aber. Runter von den... Also... Wait. Also, die Frau ist auf jeden Fall kein Problem mehr, wollte ich sagen. Ich wusste gar nicht, dass sie mich ausgespannt hat. Das ist ja richtig crazy. Die war ja irrer als der Geist hier. Die Überwachungskameras haben es aufgezeichnet. Ich hätte nicht gedacht, dass sie gerade an diesem Ort... Ich kündige, Kaigo Uchigi. Okay, hier haben wir wieder irgendeine Rückblende oder sowas. Ja, das war ja also...
Okay, alles klar. Wen meinen die? Keine Ahnung. So, aber was soll ich jetzt machen? Also, ich meine, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, hier das hier zu investigaten, ehrlich gesagt. Nur gut. Aber muss ich dann wohl, ne? Ich gehe mal davor, sperre da vorne mal ab und dann weiß ich nicht, wo ich hinfahren soll. Oh, hier sind Fußspuren. Blutige Fußspuren. Wie habe ich das Licht? Das Licht war doch aus. Ich habe doch das Licht ausgemacht. Sind das meine Fußspuren? Ich meine, ich war ja in diesem komischen Raum. Okay, da ist abgeschlossen. Alright, dann... Ja, dann gehen wir. Also, egal, was hier vor sich geht, ne? Ich finde das vollkommen normal. Ganz ehrlich. Vollkommen normal. Alles easy. So, wohin? Nummer 6. Okay, wir... Oh, da ist was umgefallen. Okay, wir wundern uns also gar nicht, was da bei 3F jetzt vor sich ging und bei 2F. Das werde ich dann schon sehen, wenn ich wieder runterfahre. Das wird wohl so sein Credo sein. Erst da oben, dann nach unten. Nee. Mm-mm. Nö. Stockwerk 1. Wieso kann ich... Warum? Wieso müssen Spiele immer so unrealistisch sein? Was würde mich in echt daran hindern, auf den 1-Knopf zu drücken? Ich hätte gerne mal ein Horrorgame, aus dem man einfach fliehen kann. Und wenn man sich's kauft für 60 Euro, nur um eine gruselige Szene zu haben, aus der man flieht und das Spiel für sich beendet und dann das Ending Waschlappen bekommt. Einfach nur so. Das wär's. So eine freie Entscheidungswahl. Wisst ihr, nicht so eine diktatorische Kacke wie jetzt hier? Weil ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Ich habe keine Ahnung, was... Also ich... Okay, gut. Ich gehe mal dahin, wo das Blut ist. Ich will mal gucken gehen, ob hier irgendwas... Also das... Ja, das sieht wild aus. Also das sieht... Also da brauchen sie lange zum Saubermachen. Das sieht sehr, sehr, sehr ungesund aus. Aber gut, okay. Machen sie mal. Boah, gut. Also... Wir schauen mal den Feueralarm, ne? Wir gucken mal, ob da alles okay ist. Was ich bei den Spielen so unglaublich belastend finde, ist, dass man nicht rennen kann. Das ist wirklich sehr belastend. Alles normal. Ja, du bist nicht normal, weil dir das alles so wurscht ist, was hier passiert. Dich juckt das alles nicht. Das ist dir sowas von Wayne, Bruder. Wirklich, geh hier raus. Okay, gut, wir sperren ab. Hier gibt's nicht mehr. Ich muss erst absperren, bevor sie mich jumpscaren, okay? Keine Ahnung, was ihr Problem ist. Keine Ahnung. Ich gehe einfach, okay? Ist mir egal, was sie machen. Bye, bye. Sabbermäulchen. Was war das denn? Also, keine Ahnung. Das ist schon echt wild. Also, wirklich. So, jetzt sind wir auf der Graffiti-Etage. Die Knöpfe fehlen. Hier könnten welche in der Nähe sein. Ich sollte mich mal umsehen. Was ist das für ein Quatsch? Ich gehe hier nicht raus. Jetzt habe ich noch die Option zuzumachen. Ah ja, ich weiß schon. Es wird mir verwehrt. Ich weiß. Na gut. Also, jetzt müssen wir Knöpfe suchen. Das ist... Also, komm schon. Was ist das denn für ein Quark? Also... Oh, ich hasse Puppen. Warum müssen es immer Puppen sein? Hier arbeitet doch niemand. Hier ist keiner. Warum sollte ich hier irgendwas gucken gehen? Einfach nur weiterfahren mit dem Aufzug. Weil es doch völlig Wayne ist. Es juckt doch niemanden. Oh Gott. Mhm. Okay. Interessant. Hochklettern. Nichts tun. Okay. Da oben sind wahrscheinlich Knöpfe, oder? Hi, Bro. Oh, nice, danke schön. Ein Knopf, okay. Ja, ich kletter wieder. Noch bleiben! Oh, zum Kaffeekränzchen da oben. Müsst ihr ein Stückchen Kuchen essen? Oh, mit so einem richtig schönen schwarzen Tee, mit einem Schuss Milch oder so. Lecker Schmecker. Ja, mit der Puppe, ne? Da lässt sich's aushalten. Hochklettern.
Es ist leider das Problem, wenn ich mich hier so. Warum sind die Knöpfe hier oben? Was ist das für ein S? Was ist das für ein S? Das Ding ist, wenn ich da hochkletter, ich weiß genau, irgendwann, es wird einen Punkt geben, da drehe ich mich um und mich trifft der helle Schlag, weil da oben irgendwas sitzt. 100%ig. So, Bro, du könntest dich mal hier ein bisschen. Ja, könntest einfach mal weggehen, oder? Die Augen folgen mir, glaube ich. So, ja, hier ist noch ein Knopf. So, ansonsten haben wir hier nichts, ne? Ja, ist in Ordnung. Ist gut. Ist gut, Pippi Boy. Gut, okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Knöpfe brauchen wir? Keine Ahnung. Ich tue die einfach mal rein. Wir haben 3 Knöpfe. Vielleicht brauchen wir auch 4. Vielleicht juckt es mich aber auch nicht, dass wir 4 brauchen. Ist mir vielleicht egal. Hier oben gibt es einfach gar nichts zu tun. Ich bin ausgestiegen, nur um Knöpfe reinzumachen, obwohl ich hätte weiterfahren können. Ach, komm schon. Natürlich brauche ich die letzten Knöpfe. Und wo sollen die rumeiern? Der letzte Knopf, wo soll der sein? Ah, ich verstehe. Hier hinten drin irgendwo. Nee. Nee? Doch nicht? Kann ich die Leiter nehmen? Und irgendwo anders hin tun? Nichts tun. Warte mal. Ich hätte dann nochmal hoch. Muss ich von der anderen Seite hoch? Aber das ist ja auch egal, oder? Jo, Bro, kannst du mir mal sagen, wo hier noch ein Knopf ist vielleicht? Nach oben. Noch bleiben. Ich finde das noch bleiben. Ich finde das so super. Ja, also, ich weiß nicht, wo ich gerade hingehen soll. Vielleicht am Boden irgendwo noch? Nö. Hast du einen Knopf für mich oder so? Oh Gott, hier muss doch einer sein, oder? Kann hier nicht irgendwo ein Knopf liegen, der Einfachheit halber? Einfach, dass ihr hier irgendwo einen Knopf hingelegt habt, Chillers? Nee, 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 wollt ihr nicht? Wollt ihr keinen Knopf hinlegen, ne? Okay, gut, ja, ich verstehe schon. Das Licht geht auch nicht. Perfekt einfach. Ja, so stelle ich mir wirklich meinen Arbeitstag vor. Also richtig nice. Wo ist denn jetzt der Knopf, der letzte? Wo ist der letzte Knopf? Vielleicht habe ich mich nicht gut genug umgesehen. Jetzt bin ich wieder hier. Nein, nach unten klettern. Das war falsch. Also, ich bin gerade echt ein bisschen überfordert, weil ich nicht weiß. Oder was heißt überfordert? Ich weiß einfach nicht, wo ich hingehen soll. Wenn ich die Leiter irgendwie anderweitig irgendwie stellen könnte, aber. Das geht nicht, weil ich bin nicht stark genug dafür. Ich kann die Leiter nicht bewegen. Ach, da ist noch eine Leiter. Oh mein Gott, die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen. Oh, hier direkt. Okay, nice. Gut. Ja, noch bleiben tun wir nicht. Wir klettern direkt nach unten. Alles easy. Alles easy. So. Okay. Na gut. Mir folgt ja nichts, ne? Ne, mir folgt nichts. Gut, 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 gut. Sehr gut. Oh, hi. Ja, nee, ich mach nur meinen Rundgang. Oh! Yo! Nee. Stockwerk 7, ganz böse. Nee. Oh Gott, mein Herz. Yo, what the freak, ey. Heilige Mutter Maria, das sieht ja zumindest schon mal ein bisschen normaler aus. Aha. Wer macht hier schon wieder Unordnung? Ja. Ich mache erstmal die Toiletten, so schaut's aus. Meine Güte hier. Es ist nicht meine Schuld, ich konnte nichts tun, die verstorbene Person. Alle sind wegen ihr verschwunden. Ich habe nichts falsch gemacht. Es ist alles ihre Schuld. Ich glaube, ich spinne. Hallo? Also jetzt reicht's aber hier drin. Also ohne Witz hier. Ich bin hierher gekommen, um zu arbeiten, um mir nicht euren Mist anzugucken. Was soll das denn? Wahnsinn, jetzt muss ich die Sauerei auch noch wegwischen. Es ist unglaublich, wirklich. Also, ganz ehrlich, ich bin Nachtwächter und keine Putzfrau. Jeder hat hier seine Aufgaben in diesem Gebäude und ich mache meine.
Meine Güte, wenn jetzt hier irgendjemand drin sitzt beim Arbeiten, Leute, ich werde richtig wild, werde ich. Ich schwör's euch, ich werde maximal sauer hier. Wir prüfen das Ding jetzt, gehen raus und dann sperre ich hier diesen blöden Raum zu. Egal, ob da hinten im Eck irgendwo noch einer sitzt, das kontrolliere ich jetzt nicht. Tschüss und auf Wiederschauen. Ja. Unten muss ich auch noch Sauerei wegmachen. Das habe ich ganz vergessen. Da ist eine hingefallen und hat sich das Genick bei der Treppe gebrochen. So, komm. Tschüss, auf Wiederschauen. Einmal zugesperrt hier. Das ist doch der gleiche Raum, oder? Oh, nee, das ist nicht der gleiche Raum. Der ist noch ein Ticken dunkler wie der andere Raum. Aber auch hier. Alles normal. Perfekt, ja. So normal es eben geht in diesem ekelhaften Gebäude. So, mach zu hier. Komm, mach zu. Tschüss. Wiedersehen. Und den nächsten. Das gibt's nicht. Du wirst irre. So. Ja, und das andere interessiert mich nicht. Ob da irgendjemand eine Dose hat fallen lassen oder die mir hingerollt hat. Ich meine, ich bin ja kein Hund, der hier Dosenfangen spielt oder so. Geh jetzt einfach. Ich drehe mich auch nicht um. Das war gechillt. Ne? 8F war gechillt. 9, 10 und 11 haben wir noch. Es kann ja nicht so schlimm sein. Kann ja nur immer besser werden eigentlich. Also ich weiß nicht, so ab, also wirklich ab Etage 5 ging es ja wirklich bergab, ne? Also das muss man ja einfach mal so sagen. Ich meine, ich bin ja überhaupt glücklich, dass es hier Toiletten noch gibt. Also, ich meine, das erwarte ich bei so einer ranzten Mistbude hier oben ja nicht. Weil gut, unabhängig davon, wer hier aufs Klo gehen will, keine Ahnung, hier holt man sich alles. Gonorrhoe und Tripper und weiß ich nicht. Was? Was zum Teufel? Bro, was machst du da? Ja, Mist, bin wohl weggenickt, schon so spät. Was wollen sie eigentlich? Das scheint am Schimmel hier oben zu liegen, Bro. Den atmest du ein und fällst um. Immer wieder sind sie hier und stehlen vor mir und stehen vor mir, wenn ich aufwache. Waren sie die ganze Zeit schon hier? Wie dem auch sei, haben sie meinen Chef gesehen? Ist er schon gegangen? Dieser machtmissbrauchende Unmensch wollte erst gehen, wenn alle anderen auch weg sind. Ich hau jetzt ab. Okay, okay, Bro, ja, du hast recht, dass du abhaust. Ich hau auch ab. Ich mach hier einfach zu. Und tschüss. Ganz komisches Spiel, Leute. Ganz, ganz komisches Spiel. Ich will nicht mehr. Also irgendwer... Jo, also das Gestöhne hier bin ich aus anderen Situationen gewöhnt, aber nicht, wenn ich hier als Nachtwächter in so eine verranzte, verschimmelte Bude gehe. Ich sperre hier einfach zu. Ist mir völlig egal. Ganz ehrlich, ich will auch gar nicht wissen, was auf den Kameras ist. Okay, gut, ist zu. Ich habe auch kein Erfolgs... Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das jetzt wieder hier für ein Labyrinth? Ich wollte gerade sagen, ich habe kein Erfolgsbimmeln gehabt. Okay, und kein Erfolgsbimmeln zu haben, ist dann wohl der Garant dafür, dass es ein Labyrinth gibt, in das man eintaucht. Toll. Wo es hier wohl hingeht? Weißt du, dass ihm das nicht spanisch vorkommt? Hä? Hä? Was ist das? Den Notausgangsschlüssel erhalten. Warum? Warum? Warum habe ich den Notausgangsschlüssel erhalten? Also, Madame, jetzt schleichen Sie sich aber, ne? Jetzt reicht's mir aber wirklich. Also, jetzt ist aber hier Ende im Gelände. Also, wenn Sie glauben, dass Sie mich erschrecken können mit Ihrer Visage, dann haben Sie noch nie die Wurst vom Mr. Müller gesehen, der da immer ins Klo reinwurstet. So, ich gehe jetzt. So, Notausgang, tschüss. So, aber warte mal, warum soll ich da lang gehen? Wieso soll ich nicht Aufzug fahren? I don't get it. Warum soll ich jetzt zu Fuß gehen? Verstehe ich nicht. Ich kann das Treppenhaus beim Notausgang benutzen. Okay, jetzt funktionieren auf einmal die Knöpfe nicht. Oh, Junge, nee. Muss ich jetzt die ganzen Stockwerke hochlaufen? Ist ja nicht so, als hätte ich schon genug Kalorienverbrauch. Jetzt muss ich da auch noch Stockwerke hochgehen. Oh, Junge. Gut,
hoch oder runter? Okay, ich muss hoch. So. Cool. Deswegen fahren wir Aufzug. Ich erwarte echt einen Kommentar von ihm. So irgendwie auf die Art, yo, hey, nee, es ist nicht alles normal. Die Stühle stehen an der Decke. Irgendwie so. Irgendeine Regung vielleicht, irgendeine menschliche. Bin ich ein Roboter, oder? Die Taschenlampe scheint auch nicht mehr zu funktionieren. Ich sperre hier direkt ab. Also, das ist kein Rundgang, das ist einfach die pure Hölle. Guckt euch das an. Schon wieder. Müsste ich nicht immer diesen dummen Alarm da hinten prüfen. Ich meine, hier ist doch sowieso alles kaputt. Zusperren. Toiletten. Gut, ist keiner drin. Alles klar. So, hier kann ich auch zusperren. Zusperren. Dankeschön. So, Toilette, Licht aus. Dass man da immer bis hinter gehen muss. Ja. Ah, jetzt kriege ich das Ding. Funktioniert wenigstens der Aufzug jetzt wieder? Bitte. Ja, der funktioniert. In dem fühle ich mich nämlich sicherer. Tatsächlich. Der ist schön hell. Schön weiß. Einfach schön. Einfach freundlich. So. Okay, Stockwerk 11. Was uns da wohl erwarten wird. Wäre jetzt interessant gewesen, aber ich dafür auch... sollte 11 nicht hochgehen statt runter? Also ich meine, ich kenne mich nicht aus mit Fahrzügen. Fahrstühlen, nicht Zügen. Was ist denn ein Fahrzug, Bro? Oh, toll, ja. Das ist spaßig hier unten. Ich bin in den 11. Stock gefahren und nicht in den Höllenstock. Was ist das denn? Das ist die Frau. Diese Teufelsfrau. Die mich vorhin so erschreckt hat. Okay, ich gehe wieder. Soll ich weitergehen? Soll ich da weitergehen? Ja, ich soll da weitergehen. Okay, gut. Alles klar. Also das sieht wirklich nicht so schön aus. Ah, jetzt, ich verstehe, okay. Ja, das ist gut. Dann sind wir jetzt hier wieder am Ursprung, ne? Also, Klos aufmachen, das Licht ausmachen. Oh, hier gibt's gar keinen Lichtschalter. Hm, verstehe. Gibt's hier einen? Nö, verstehe. Hier ist der Feueralarm. Oh Mann, ich dachte, er geht hin und sagt, alles normal. Okay, da haben wir jetzt ein Rätsel. Ist das? Nichts zu sehen. Okay, ich brauche eine Kassette, wahrscheinlich. Ja, dann suchen wir die mal. Also, dass der Vorherige hier gekündigt hat, das wundert mich wirklich kein Stück. Also wirklich gar nicht. Okay, hier ist zu. Kann ich nichts machen. Ja, gut. Aber wo ist denn jetzt eine Videokassette? Ich muss ja eine finden, oder? Am Boden? Nö, hier ist nichts. Nein, da ist auch nichts. Lieber Geist. Geistfrau, kannst du mir mal helfen? Ich habe ein Problem. I don't know what to do. Ah. Oh, das sieht gut aus. Ein Kabel erhalten. Hey, Bro. Okay, machen wir da mal zu. So, nichts zu sehen. So, jetzt brauche ich trotzdem... Hast du noch irgendwas? Nee.
Hast du nicht, okay. Jetzt brauche ich nämlich eine Kassette. That's very interesting. Vielleicht ist die auf dem Klo irgendwo. Eine Kassette auf dem Klo. Da werde ich so froh. Ich sing, weil ich nervös bin. Nö. Da ist auch nichts. Hier vielleicht. Aber was soll das hier für ein Code sein? Wahrscheinlich ist, ja, bestimmt ist hier die Kassette drin. Aber was für ein Code brauche ich? Was für ein Code? Oh, warte mal. Moment. War das Licht vorhin schon so? Da ist doch irgendwas, oder? Ah. Blutverschmierte Abdeckung erhalten. Vielleicht kann ich sie sauber machen. Vielleicht kann ich sie sauber machen. Mit was kannst du sie sauber machen? Achso, 0369. 9036. 0369. Das ist einfach nur die Uhrzeit. Ich brauche ein Ziffernblatt von der Uhr. Ich meine, der Code wird das ja wohl nicht sein, oder? Hier im Drucker vielleicht? Nö. Mülleimer? Nö. Aber das ist doch Quatsch, oder wenn ich... Nö. Das ist Quatsch. Aber das ist definitiv eine Uhr. Ach nee, warte mal. Ich habe eine Abdeckung eingesammelt, die ich sauber machen soll. Das können wir im Badezimmer machen. Oder in dem verranzten Klos Badezimmer. Ich möchte das eigentlich nicht als Badezimmer bezeichnen. Das ist eine Beleidigung für jedes Badezimmer. Okay. Ich konnte das Blut abwaschen. Da sind zwei Linien drauf gemalt. Ja, ich werde es dann wahrscheinlich wieder dahin schieben müssen, oder? Wo ich es her habe. Dann kriege ich den Code, dann kann ich die Kassette einlegen und dann wird uns das blaue Wunder erreichen hier. Wir werden dann... So, ist 0... Was? 90-0-30-60. Beginnend mit der 90, oder was? 90-0-30-60. Oh Mann. Probieren wir es mal. Okay, also 90. Nee. 90. 0, 30, 60. Das sind zwei Stück. Aber hilft mir das? Hilft mir das? Also ich kapiere das nicht. 90. Okay, habe ich nicht verstanden. Ich habe irgendwas rumgedreht hier. Nichts zu sehen, ja, muss es halt erst da reinmachen. Mann, und jetzt guck mal rein hier. Jetzt bin ich gespannt, was hier abgeht. Das sind die Toiletten, oder? Aber... Sind das die Kameras jetzt? Ich check's nicht. Ich versteh's wirklich nicht. I don't know.
vielleicht. Ich kann hier nicht länger bleiben. Ich sollte verschwinden. Das sagst du jetzt? Das sagst du jetzt? Ist das dein Ernst, dass du das jetzt sagst? Echt jetzt? Ja, toll, da ist zu. Warum sagst du das denn jetzt? Okay, hier sieht es jetzt irgendwie anders aus. Okay. Jo, ich geh dann, ne? Ich bin dann einfach mal weg, okay? Alles klar. Jo, ich mach die Tür auch hinter ihnen zu. Tschüss, auf Wiederschauen. Okay, das ist eine Sackgasse, das ist schlecht. Oh, nee, jetzt kommt die hier lang. Okay, komm hier rein. Aber bitte nicht da rein jetzt, okay? Du gehst jetzt bitte anders. Danke. Okay, wohin? Ach du heilige Mutter Maria, was muss ich denn machen? Also ich weiß nicht wohin, ich habe keine Ahnung. Sackgasse. Wo ist sie denn jetzt? Warte mal, kann ich hier hinten raus? Oh, warte mal, aber kann ich... Oh, ich kann hier gehen. Oh, no! Ach, come on, no. What? Hä? Aber das ist doch nicht das Ende, oder? Ist das... Warte mal, was waren das für Knöpfe an der Wand? Sehr lecker auf jeden Fall. Aber was waren das für Knöpfe an der Wand? Night Security. Okay, wir haben jetzt das Videotape, oder? Wo wir entlanglaufen. Ist das ein Rückspulen von unserem... Von unserem Tape? Ja, das ist ein... Der spult da zurück. Okay, Leute, richtig heftig. Aber was waren das für Knöpfe an der Wand? War das das richtige Ende? Aber es sieht so aus. Es sieht so aus. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's dann für das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, Leute. Abonniert gerne rein. Ich fand's ziemlich gruselig jetzt zum Schluss raus. Aber das mit den Knöpfen. Da hätte man bestimmt was eingeben können und hätte ein anderes Ending triggern können. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube auf jeden Fall. Jo, Leute, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke euch fürs Zuschauen. Danke für den Support. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Da kommt wie immer was. Oh, Ending 1. Genau, Get Ending. Das ist Ending 1. Okay, krass. Man kann halt da bestimmt noch irgendwas eingeben dann. Kaigo Uchigi 35. Wartet mal. Stopp. Das ist der andere Nachtwächter. Ending 1.